Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lictim. Mein Name ist Maxi, seid hier bei Little Cookie Gamer. Und wenn das jetzt hier ein bisschen anders aussieht, das liegt daran, dass ich mein Field of View nochmal ein bisschen erhöht habe. Das wäre vielleicht ganz geil für später und so, ne? Warte, ich habe schon wieder keinen Timer gestellt. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Egal, ich schätze es wieder ab. Das hat doch die letzte Mal auch ganz gut geklappt. Ich kann ja auch einfach die Zeit zählen, das passt dann, ja. So. Oh Mann, Gott, ich komme wieder nicht mit der scheiß Xbox-Steuerung klar. Shit happens. So, die hat noch eben... Der Typ hat eben gerade mit uns getalkt. Hier haben wir wieder unseren Checkpoint. Warum sieht man da unten so ein graues Dreieck? Dreieckiger Penis! Nein, okay. So, diesmal gehe ich nicht da lang, sondern gehe mal einfach gescheit in die andere Richtung. Okay, so, pass auf, jetzt geht's ab. Jetzt geht's richtig ab. Schaffst du. Ah, da ist ja einer. Hätte ich mal. Oh mein Gott, ich steig gleich um auf Maussteuerung. Mein Gott. Wieso? Oh, haben die das jetzt etwa gepatcht? Mit der Use Sprint S Toggle? Nein, das machen wir jetzt nicht. Controls. Wo war das denn? Mit der Y-Achse. Stand das hier nicht irgendwo? Bin ich jetzt blöd? Ach, kack drauf. Also, vielleicht klappt das. Einfach mal irgendwo einen Haken rausnehmen, das passt schon. Erläutert Sache. Wie geil! Es hat geklappt. Ich. Ach, heißt Invert zufällig umkehrt? Das ist natürlich dann so eine Sache, ne? Weiß ich. Tatsache, es hat geklappt. What the fuck? Du lebst ja immer noch. Ich habe mir erst am Anfang gedacht, als ich zum ersten Mal so vom Spiel ein bisschen was gesehen habe. Hab ich gedacht, so, man kann ja so dodgen und so. Ich gedacht, ey. Wie kann man denn in diesem Spiel eigentlich krepieren? Aber man hat es ja letzte Folge schön gesehen. Ich bin erbärmlich gestorben. Wieso brennt denn das Gras jetzt weg? Oh ja, yes, es gefällt mir echt. Es sieht voll geil aus, wie das einfach so brennt. Also ich hatte eine kleine Idee, das kann ich eigentlich jetzt schon sagen. Und zwar, dass ich bald irgendwie mal was mit Facecam aufnehme. Und dafür brauche ich natürlich ein Spiel. Am besten irgendwas, was sich dann auch lohnt. Finde ich. Also irgendwas Gruseliges oder so. Jetzt, wenn ich jetzt Lictim mit Facecam aufnehme, was habe ich denn davon? Das bringt doch niemandem was, oder? Also ich meine, ihr könnt dann meine Fratze begutachten. Ansonsten hat da doch keiner was von. Oder sehe ich das jetzt? Dass ich meine Nase immer so ein bisschen hochziehe, ich weiß, es ist voll ekelhaft und so, aber... Ich kann da jetzt nichts für, ich bin erkältet. Kacke, ich bin gleich tot! Ja, da haben wir es dann schon geklärt. Malala. Aha, du triffst mich nicht, das war nicht voll geschickt ausgewichen, weil das auch so geplant war. Es war so geplant, seid leise. Ja, ich meine dich. Genau du. Hinter deinem Bildschirm. So. Komm, Attacke. Ich weiß nicht, ich muss mal kurz gucken. Letztes Mal war der Sound ja zu leise. Den will ich jetzt nochmal ein bisschen hochdrehen. Noch so ein bisschen so, zack. Komm schon, das passt, oder? So, vielleicht ein bisschen lautere Musik wäre ja ganz schnieke. So, nochmal zurück zum Thema Facecam. Ich finde, es lohnt sich nicht. Ach, scheiße, verdammte Kackpisse. Dreckiger Hurensohn, ey. Ich finde, das lohnt sich einfach nicht so geil, wirklich. Wenn ich jetzt Lictim aufnehme. Ich gucke hier voll neutral. Und... Kann ich T-Bang? Ne, kann ich nicht. Es wäre einfach... sinnlos, finde ich. Naja, und wenn ich jetzt irgendwas Gruseliges hätte, da seht ihr vielleicht noch ein paar Emotionen oder so.
Oder irgendwas, was halt auch ein bisschen was bringt oder so. Mal gucken, aber dann halt auch nur mal so klein als Special. Zwischendurch neben den anderen Let's Plays. Ich kann natürlich auch Runes of Magic oder dann Oblivion, was er jetzt bald nach Lictum kommt. Warum leckt das jetzt? Okay. Könnte ich auch mit Facecam aufnehmen. Bringt mir, glaube ich, aber nicht so viel. Oh, große fette Explosion. So, ich wechsle. Ich habe das schon voll lange jetzt nicht mehr gespielt. Das regt mich voll auf. So, wie konnte ich nochmal wechseln? Shit, so. So ging das. So ging das. Wieso lag ich denn hier voll rum? Wieso kam da so eine rote Mega-Explosion? Ach, fast. Wird gerechnet, ne? So. Piu. Kann ich eigentlich so Traveling machen? Ah, ich hasse es, so erkältet zu sein. Erkältung ist das Schlimmste, was es gibt. Nee, eigentlich nicht, aber... Ha, ausgewichen. Noob. Ich finde Erkältung voll unnötig. Dann bin ich noch schlechter im Sport, als ich sowieso bin. Und... Dann muss ich die ganze Zeit so, so eine ekelhaften Geräusche machen. Oder mir die Nase putzen. Aber wer putzt denn heutzutage noch die Nase? Wäre voll paranormal. Wäre jetzt echt gestorben. Ach, fick dich doch. Nö. Oh, nö. Nö, mach ich nicht mit. Muss ich jetzt den Checkpoint wieder aktivieren? Nee, muss ich nicht. Oh, okay. Ich dachte gerade... Hä? What? Was schlabber ich? Okay, ich krieg das irgendwann noch hin. Irgendwann. Nein, aber Erkältung geht mir echt tierisch auf den Sack. Ha, ausgewicht. Hä? Wieso trifft denn der mich? Darf ich auch mal verstehen, warum die mich denn treffen? Okay, die sind jetzt zu dritt. Kein Ding. Auf was für eine fucking Entfernung treffen die mich denn mit so einem Gümmelschwert, ey? So ein scheiß Gammelschwert will ich auch mal haben, ey. Jetzt mal nicht hier, ihr dreckigen, nuttigen Backenkinder. Ja, 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 hast nicht mitgerechnet. So, der andere Mongo taucht wieder elf. Hast nicht mitgerechnet, ich weiß, ich bin voller Überraschungen. Okay, eigentlich nicht. Eigentlich habe ich immer die gleichen Skills. Aber das ist nicht schlimm, das ist alles cool. Das Schöne ist jetzt, wenn es ein Gegner ist und der erstmal einmal eingefroren ist, dann hat er eigentlich keine Chance mehr. Was will der denn jetzt noch machen können? Nix. Ich hätte ihn auftauen können mit Feuer. Eigentlich wollte ich jetzt gerade voll episch wechseln so. Aber das war jetzt fail. Was leckt denn das jetzt hier? Was soll denn der Scheiß? Der Scheiß! Freilich. Na ja. Den habe ich gerade vergessen. So. What the fuck? Achso, da ist wieder so ein Mongo. Ich glaube, ich setze hier mal ein bisschen zu spät ein, ne? Okay, ich komme nicht weg. Nein, geh weg. Danke. Eigentlich bin ich weggegangen. Oh, bedanke ich mich bei ihm. Ist alles so kompliziert. Leben und so, ne? Okay, das war jetzt echt richtig geil geaimt. Komm, das müsst ihr mal zugeben. Der war richtig gut, ja? Der saß echt. So, ich krieg das nochmal irgendwann hin. So, jetzt hat mich dieser Bogenschütze auch nicht so hässlich oft getroffen. Aber irgendwas anderes kümmelt hier rum. Hey, sind hier noch mehr Bogenschützen? Iman, wie ekelhaft ist das denn? Ach, oh mein Gott, ich bin so krass gut, ne? Das ist wieder so ein leckerer Schleimbeutel. Mh, auch richtig geil.
Destruction. Oh Gott, das war echt nötig. Treff ich. Ah, schade. Manu. Allein dieses laute Knack noch so im Hintergrund. Es war voll 3 Kilometer entfernt. Voll dran vorbeigelaufen. Oh, jetzt bin ich sogar an der scheiß Treppe vorbeigelaufen. Wie konnte ich denn nochmal sprinten? Das kann ich ja mit B umschalten. Irgendwas schalte ich mit B um. Es macht so ein komisches Knack immer im Hintergrund. Oh, hier haben wir das gleiche wieder. Da kann man doch nichts mehr, oder? Bin ich jetzt blöd. So. Ich glaube, ich bleib bei Eis. Eis ist ein bisschen effektiver. Dauert zwar ein bisschen länger, aber wir haben Zeit. Wir haben Zeit und Zeit. Ganz cool. Müsste mein Gelaber nicht länger tragen. So. Den habe ich jetzt leider nicht getroffen. Das sah irgendwie gerade voll Aimbot aus. Als dieser Eisflock da hinterher geflogen ist. Vielleicht habt ihr es gesehen. Oh, vielleicht sollte ich eher das ein bisschen so einsetzen, dass ich das so zur letzten Rettung einsetze. Aber die kommen ja auch so angejumpt. Da. Ha. Siehste? Siehste? Okay. Was soll ich denn da machen? Die sind voll über mich. Jetzt lauf doch nicht weg, du Behinderter. Das hatten wir doch schon in der letzten Folge. Mein Gott. So, danke. Ah, shit. Komm. Egal, da unten ist ja so ein Aufladeding. Und da oben ist noch so ein geiler Beutel. Der Sack des Schleimes. Oh Gott, ich hab getroffen. Oh mein Gott. Piu. Ach, da hinten ist wieder so eine nette Zwischensequenz. Nett, nett. So. Shield is already full, Mama. Okay. Okay. Dann ist mein... Wieso habe ich mich jetzt im Kreis gedreht? Ich habe gar nichts gedreht. Es ist so ein Mysterium. So, hier waren wir schon. Diese Zwischensequenz haben wir uns ja schon gegeben. Ach, wir pressen Hold, ne? Das sollte ich dann vielleicht auch mal machen. Ich hab doch gepresst und geholt, Mann. So. Da hinten ist... Oh, eine Chess. Irgendwie ist es schon wieder ziemlich leise im Hintergrund. Ich finde das ein bisschen hässlich, wenn Sachen nicht synchronisiert sind. Nein. Nein, ich... Xbox-Controller, du fliegst irgendwann nochmal gegen die Wand, ne? Irgendwann. Was ist denn? Nein! Ich glaube sogar ziemlich bald, ey, Alter. Es geht mir gerade so hart auf die Eier. Ich mag es eigentlich viel lieber mit Xbox Controller zu spielen. Ich habe jetzt auch die letzten Tage ein bisschen Assassin's Creed 4 gesuchtet. Und echt, ich fand's mit Xbox Controller, das ist einfach viel geiler. Jetzt könnte man wieder Diskussionen auftreten. Ah, mein Gott, aber PC ist viel geiler. Und so. Mag sein, dass man da halt keine Gebühren und so bezahlen muss oder so ein Scheiß. Aber ich finde der Controller an sich... Ich kriege einfach Krämpfe, wenn ich einen PS3-Controller anfasse. Krämpfe in der Hand beim Zocken, das ist doch nicht normal. Außer wenn man so eine geile Power-Zock... Ultra... Ach, keine Ahnung, irgendwas mit Zocken und Power-Suchten und so. Ein paar Tage lang oder so. Ich würde sagen, auch die Folge ist gleich vorbei. So, Zack-Toad. So, und ansonsten, wenn ich jetzt ein bisschen falsch gedankt habe... Ja, da drüben war der Mongo, da gehe ich nicht hin. Das heißt, wir erforschen in der nächsten Folge dann Gott sei Dank wieder ein bisschen Neuland und gehen dann in die Richtung, in die wir auch sollen. Na, Spacken. Okay, vielen Dank, dass ihr wieder zugeschaut habt. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Und bis dahin, macht's gut!